gerade bei meiner Rede davon gesprochen, dass die Ukraine ein Teil der europäischen Familie ist. Ja, ich bin der Meinung, dass Österreich die Pflicht hat und die moralische Pflicht hat, die Ukraine dabei zu unterstützen, in die europäische Familie, in die Europäische Union aufgenommen zu werden und das so schnell wie möglich. Und ich freue mich darauf, dass wir in Österreich hier solidarisch an der Seite der Ukraine stehen und auch weiterhin stehen werden. Und das ist, was Sie gesagt haben, ist das Ihre eigene Meinung oder die Linie der Partei? Ich glaube, es ist unsere Linie, dass die Ukraine in die Europäische Union kommen soll und eingebunden werden soll. Es ist natürlich ein langwieriger Prozess. Auch Österreich hat einige Jahre gebraucht, um die Kriterien der Aufnahme, für die Aufnahme in die Europäische Union zu erfüllen. Aber ich glaube, diese Details sind jetzt nicht das Thema. Jetzt ist das Thema, dass wir sagen, wir stehen an der Seite der Ukraine und wir wollen solidarisch die Ukraine auch in die europäische Familie bringen. Die Details können wir dann in der weiteren Folge klären.